Und damit hallo und servus, liebe Leute, willkommen jetzt zu einem schnellen Let's Party Run bei mir auf dem Kanal. Wird mal wieder Zeit hier für sowas. Und zwar Invert. Das Ding hat leider keine mehreren Stacks, also das Ding ist nur einmal möglich hier auf Platin zu spielen. Selbst mit verschiedenen Accounts, also nur einmal, kostet ungefähr 5 Euro im Store. Das ganze Ding geht relativ fix, man kann sogar AFK farmen in dem Spiel. Knappe Stunde bis Platin. Und für alle, die hier, Tag Holger, die da nicht groß das ganze Video angucken wollen, weil zum Schluss werden wir einfach immer noch sterben lassen, weil Grund ganz einfach, es gibt hier eine Trophy, wo man sich 666 Mal sterben lassen muss. Ein paar Mal passiert es wahrscheinlich bei den Bossen, aber man sieht es hier schon, hatten jede Menge Leute auf Platin. Die Welt 1, 2, 3 muss man beenden, geht aber schnell dank Cheat. Na, dazu kommen wir dann gleich. 72 Mal die Welt drehen oder halt generell das Spiel drehen, 500 Mal, 1000 Mal, genauso auch wie hochhüpfen, 1000 Mal. 14 Crystals farmen, das geht am schnellsten in der Welt 1.4 oder in der Welt 1, dann da die vierte Welt oder Mission, wie auch immer. Und 666 Mal sterben, dachte Bro. Das Ding ist hier am besten in Welt 1 Level 14 möglich, einfach nur Mission starten, Controller weglegen, weglaufen, wieder kommt Platin. Na, so ungefähr. Ja, nur Gold-Trophies, wie man sieht hier. Also dem her, ja, legen wir da gleich mal los hier mit hier Start-Game. Das ganze Ding hier, ja, werden natürlich jetzt hier alles überspringen. So, dass wir hier Welt 1 im Level 1 sind. So, und der Cheat ist dann in dem Fall auch ganz einfach. Man startet das Ding hier, dass man erstmal in der Welt drin ist. Na komm. So, man kann ja mit R1, Standardeinstellungen zumindest vom Controller, kann man auch anpassen, wenn man will. Hier unter Options kann man die einstellen. Mit R1 kann man die Welt hier umdrehen und halt mit X ganz normal hüpfen. Ja, also passt eigentlich hier für die ganzen Trophies. So, zumindest hier für den Cheat muss natürlich auch bei der Options-Taste drücken hier. Tag Fisch, Tag White Knight, Tag Basti. So. Ja, und danke Fisch. Also, doppelt danke. So. Und auch danke in dem Fall euch hier mal hier zu 84.000 Views, by the way. Ja, ist auch schon mal eine gute Hausnummer, würde ich meinen. So, genau, für den Cheat. Pause drücken, also die Options-Taste ins Pause-Menü und dann halt hoch, hoch, runter, runter, hoch, hoch, rechts, links, links, rechts und Viereck, Dreieck, so rum. So, genau. Also machen wir es jetzt einfach mal hier mit hier hoch, hoch, runter, runter, hoch, hoch, rechts, links, links, rechts und Dreieck. So, und zack. Way! Kommt hier unten Cheats, ne? Und mit den Cheats hier sieht man hier, go to the level end, ne? Kann man machen. Zack, portet er sich dahin. Ja, ne? Und dann ist man hier schon im nächsten drin. Man sieht es hier nochmal, wenn ich jetzt nochmal rausgehen würde ins Exit-Menü. Nur kurz mal, um das zu zeigen hier. Da sind wir jetzt schon ein 1-2. Ne? Und das halt einfach so lange wiederholen, bis man insgesamt 3 Bosse hat. Und dann halt, na, die Bosse muss man nämlich spielen. Die kann man nicht übersprengen. Von daher macht aber nichts, weil wir können ja, na, müssen ja eh 666 Mal sterben. Tag, Cola. Von dem her geht es eigentlich ganz gut. Immer ja weiter triggern, sobald man die aus der Welt weg haben müsste. Upsa. Da wollte ich eigentlich hin. Man kann aber nach oben drücken. Geht schneller. Zu den Cheats. Da. Nochmal so. Jo. Weil der Boss kommt, kann man eh nicht mehr überspringen, wie gesagt. Den muss man besiegen. Und danach kommt dann die Trophy für Welt 1 beendet. Genauso für Welt 2 und 3. Deswegen auch 3 Bosse. Die man halt da machen muss. Zwangsläufig. So, machen wir das Ganze mal. Also Pi mal Daumen, knappe Stunde dauert das ganze Ding hier. Na. Und man das hier machen kann. Nicht muss, man kann es auch normal spielen. So, da ist der Boss. Ist eigentlich relativ simpel, man muss da nur, ups, darauf hoffen, dass man hier zum einen nicht stirbt. Und zum anderen hier den am besten hier ausmal trifft, hier am Kopf. Drauf jumpen hier, jedes Mal, ups. Und dann, ja, ja, verreckt er irgendwann mal. Tja, theoretisch, wenn ich jetzt hier reinzurücken würde zum Welt switchen, wäre ja hier die Säule dann getriggert. Ach, scheiße. Und dann ist hier gut hier. Ah, meine ich. So, ist alles Absicht. Ich will ja schon mal Tode farmen. Na, Mist. Ah ja. Dum, dum, dum. So. Das war das jetzt hier. Tag, Lara. So, dann haben wir außerdem der 2. Können wir auch wieder skippen. So, und jetzt geht's wieder los hier mit Cheats. Go to Level End.
So, das Ganze nochmal. Sind aber, glaube ich, immer 15 Level müssen es immer sein, bis zum nächsten Boss. Irgendwie so 15, 16, sowas. Ja. Ja, genau, das ist Gefahr mit Lara. Ja, das schaffst du locker. Also in meinem Stream, ja, hast du die Platin. Das schaffst du. So. Ja, die Trophy, genau, die Trophy vorne habe ich. Die kamen vorher. Also ich habe zwei Runden heute gespielt, so gesehen. Eine heute Nachmittag gleich. Und eine jetzt gerade eben vor 15 Minuten circa. Und dann zack, kam sie. Also haben noch zwei von gestern so gesehen gefehlt. Zwei Ründchen. Ja. Ah ja, genau, das haben wir gerade gesehen, dass jetzt hier Go to the End, ups, nicht funktioniert, weil, na, das ist, ja, Bossfight, scheiße. No, sei zu langsam. Notrufsäule, echt jetzt. Oh, habe ich eine Reaktion heute. Ich glaube, ich soll es lieber lassen hier. Hm. Sind wir gleich ein bisschen in dem Hochspringen, ja? Hm. Was? Ach, komm. Oh, ich warte immer noch, bis er rennt. Dauert aber länger. Wenn er überhaupt rennt. Hm. Und wenn, dann soll ich auch treffen. Uha. Okay. Der hält aber lange. Naja. Boah, er hat 666 Tod in der Wurzel nach. Schon nicht so langweilig. Shit. Der Timing. Ne, ist auch noch nicht gesammelt. Ne. Oh, außer es geht's weiter. Dann schon. Hm. Hä? Ach, der schmeißt doch Zeug. Lol. Tatsache. Ist mir vorhin noch gar nicht aufgefallen. Naja. Ne. Ja, okay, passt da, ja. Das haut glaube ich hin, ja. Was war denn das jetzt für ein Sprung? Oder springt gar nicht. Hm. Boah. Alter Vater. Warum muss ich erstmal warm machen, ja, bevor du das hinkriegst? Wow. Aha, haben wir schon mal Jumpman. Die erste Trophy, was Jumpen betrifft. Da geht's natürlich auch. Oh Mann. Der Boss nervt. Und der danach ist ja noch schlimmer, weil der hat Laserstrahlen. Der kommt noch oben dazu. Aber das sieht man dann nachher noch.
Hm? Nein. Diese Random Effects. Oh, das war so rum. Oh. Mal spoilern. Nee, nee, der ist dann. Also irgendwie nimmt er mein X da nicht immer. Hier glaube ich doch den anderen Controller nehmen sollen. Naja. Genau. Kann ja jetzt nicht so schwer sein, ja. Irgendwann habe ich's. Oh Mann. Naja. Das ist alles so, dass ich nachher ja nicht so lange fahren muss. Sinnloserweise. Also rumstehen. Namenskiller. Naja. Oh, was ist denn jetzt? Nein! Ja, danke, Skiller. Das heißt echt komisch hier. Was ist denn das hier? Der nimmt mein X nicht. So. Boah. Ja, dann nimmt das natürlich an, ja, und springt hier Mods, keine Ahnung, wie weit hoch.
Ich bin fast in den Fehlen immer nur so ein, zwei Hits oder so, und dann war es das. Aber irgendwie gehe ich das nicht hin. Boah. Okay, das war eine blöde Idee. Das war eine blöde Idee. Ey, das ist ja jetzt unfassbar. Naja. Dieser Enrage da hier, dass er brutal schnell ist. Das geht natürlich nicht. Alter Vater. Der Boss, der macht mich wahnsinnig. Ja, genau. Ja, das ist teils gar nicht mal so simpel. Das sieht eigentlich relativ simpel aus, aber ist es gar nicht. Ja. Zumindest für mich irgendwie nicht. Keine Ahnung, bin ich irgendwie zu langsam. Stellenweise. Tag, Heubeck. Adi, Adi. Nice. Oh Mann. Na. Dach, Ibri. Also hast du durch, okay? Ja, ich noch nicht, wie man sieht. Und bitte gerne, na? Gerne doch, gerne doch. Ah, ja, stimmt, so wurde es echt nichts mit der Steinplatin. Ja, da hast du recht. Boah, das war jetzt aber auch blöd. Naja. Ja. Fruxian 2 habe ich auch schon gesehen, naja. Der hat ja wieder mehrere Stacks, wie immer halt, Ratalaika.
Nein, Mann, 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 Mann. Nein, nein, das ist auch nicht ganz Abend. Hab's gleich. Alles nur zum Warm-up. Oh Mann. Unfassbar. No. Mai. Boah. Fuck you. Was ist denn das? Tja. Liegt bestimmt daran, dass ich hier Cheats aktiviert habe. Ja klar, gibt's den. Nur der Cheatcode bringt natürlich nichts bei Bossen, ne? Ey, Boss, er muss ja machen. Na also, easy. Scheiße, ja. Jodi. So. Ja, danke. Mei, oh mei, oh mei. So, jetzt kommt nur noch der andere Boss. Mal gucken, ob der besser ist. Naja. Na, ja, da ist er doch. Ja, der. Ah, okay. Aha. So. Naja, war schon mal gar nicht mal so schlecht. Oh, okay, direkt auf die Bobbel, aber auch nicht. Autsch.
Das war jetzt aber blöd. Da erzählt Optimierung, ja genau. Oh Gott. Kacklaser. Was habe ich? 388 oder sowas, glaube ich. Irgendwie sowas. Na, komm schon. Ja. Der war jetzt auch nice. Aber das Gute ist, dass er immer was anderes macht. Von dem her musst du nur mal hoffen, dass du einigermaßen gute Rota kriegst, mit der du klarkommst. Proxinen 2 habe ich schon. Das habe ich. Schade. Okay, doch, ich hoffe, ich treffe den noch, aber ne. Da war der Typ nicht ganz so schnell wie der Laser. Ups. Da, oh Gott. Ne, 24 Stunden schaffe ich auf keinen Fall. Das geht nicht. 12 Stunden ist eigentlich schon das Maximum dann. Ne? Okay. Nee, nee, nee. Schade. Danke, White Duck. Nah.
Ah, jetzt hat es aber gerade raus hier. Der Gutste. Oh, zapft es! Ah. Ja, danke dir, Ribery. Vielen Dank. Jetzt ist aber gerade auch scheiße hier. Ja. Ja. Nee. So fäll ich da aus mal weg. Diese dämlichen Gedönse, was der da rumschmeißt. Könnte ich ja mal eine feste Flugbahn haben? Nein. Der ist doch kacke, ist es. Na. So. Echt jetzt? Na, schade. Shit. Kann natürlich jetzt auch machen, dass wir gar nicht mehr trifft. Autsch. Was? Oh.
Schweinerei. Ja, das ist ne. Meat Boy, ja genau, am Arsch. Ne, 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 ne. Das kannst du knicken. Meat Boy. Pff. Ne, ne, ne. Das tue ich mir nicht an. Ja, ist halt hier das Invert, ne? Was du halt ja hier generell auch kannst, ne? Deswegen haben sie das so mit dem Farbwechsel. Aber gerade der ist auch gut anstrengend, ja. Da kommen sie teils echt durcheinander mit dem scheiß Farbding da. Alter. Oh, jetzt laufe ich da rein. Na, hier kommt die Sound dazu, die Batterie fast leer. Läuft. Haben sie gesagt. Nein, nein, nein. Na. So. Gut, wenn man sich hier das zutraut, mit dem die ganze R1 hin und her wechseln, dann geht das wahrscheinlich effektiver, aber irgendwie, das riecht dann das recht nicht hin. Das taugt sonst nichts. Na, schade. Na. Hätte ich gleich rüber müssen. Bus? Okay, so weit wollte ich es gar nicht rechts rüber springen, ja. Autsch. Genau rein in das Scheißding. GZ, Lara. Siehst du, der läuft. Das ist ja nice. Jetzt geht's los. Nö. Na.
eine Sekunde früher hätte er spawnen müssen. Asperger Nummer 3 in diesem Jahr. Boah, okay, ja, da bin ich mir noch weit davon entfernt. Außer recht, wenn es so weitergeht. Ja, was ist denn das? Wieso? Ja, das war jetzt hier aber, ne? Das war jetzt gerade richtig scheiße. Boah. Anstatt die Dinger, die jetzt mal nach hinten fliegen. Nein, warum auch? Ne. Jetzt hör mal auf. Da nicht. Oh Mann. Ja, ich denke aber, so groß nachfahren brauche ich da nicht viel für die 666 Mal. Außer jetzt ist es auch besser, weil es nämlich hier, ja gut, für unsere Normalspieler, sage ich jetzt mal, hier wäre es gar nicht mehr so schlecht mit der AFK, ne? Controller weglegen und so, aber jetzt so in einem Stream, ja, ist schon scheiße. Jetzt gerade fast damit gerechnet, dass ich sterbe. Aber irgendwie. Doch nicht. Im Ernst, wieso hüpft der jetzt? Was? Das X-Taste manchmal haut sich da ja auch. Weil je stärker man drückt, umso höher fliegt man, ne? Und wie war das? Autsch.
Scheiße. Ja. Das war die Trophy bei vorne. Ja. Wie hieß er was so mit dem Runterschubsen? Aha, Major Jumper, jawohl. Ha! Na also, alter Vater. Oh, Skip. Jodi, mal ist das hier. So, machen wir jetzt hier 1-4. Nee. Ja, das. Ja, danke euch. Oh, zweiter Kristall. Ah, herrlich. Jetzt ist nur noch Gefahr mehr aus dem Skiller. Danke Marcel und Servus. Holger Schnauze. Guck lieber mal, dass du das Wochenende jetzt fit bist. Sehr fix. Immer dieses Rumgepimmel hier bei dir. Oh, genau. Da waren es ja jetzt, was waren es nochmal? 14 Stück. Genau, 14 Kristalle. Die ich insgesamt ja einsammeln muss. Zum Glück geht immer das Gleiche. Ja, ja, Olga, ich weiß doch. Na? Aber trotzdem, wir sind da kurz vor Platin, ne? Das muss ja jetzt, ne? Ja. Fehlt ja nicht mehr viel. Aber die Musik ist eigentlich ganz angenehm hier. Wie viel wollte die genau jetzt eigentlich schon? Egal. Very important number, genau, das müsste das sein, sehr schön. Ah ja, Crystal Fan, das war's. Passt. So, ich werde mal in die Verhüpfung und die ganze Zeit da reins drücken. Jetzt gibt's mal was für die Augen hier. Also für Epileptiker sehr gut geeignetes Spiel, ne, das ist hier. Ah. Hey, 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 hey. Vor allem der Scheiß tausendmal, ne? Kommt das Spiel gar nicht mehr hinterher. Jetzt Fluss, ja genau. Ja gut, das ist ja gar nicht so schlimm bei dem Spiel, weil der zählt jedes Ding sofort, ne? Also, da schaut es halt das Ding wieder nochmal neu, ne? Das ist jetzt kein so ein Spiel, was 10 Minuten hochfährt. Also, das ist relativ sehr schnell da, das Ding hier. Ne, 200 irgendwas MB. Ja, das war jetzt 500 Mal invertieren. Oh, danke. Muss doch nur die für 1000 kommen, also die Hälfte haben wir.
Aber ich hoffe jetzt mal, dass hier wirklich warm mal das Jumpen da kommt. Na, dass hier die. Dass ihr nur noch R1 drücken müsst, aber das ist angenehmer. Weil X und R1. Was ist denn jetzt? Hallo. Warte mal. Gehen wir noch mit rein. Ah, jetzt geht's wieder. Naja, das ist jetzt 1000 Mal. So, ne? Kann man machen. Weil jetzt die 1000 Mal hüpfen, die dürfen wir auch noch nicht haben. Da gucke ich gerade mal kurz nach, ja? Achso, ich sehe gerade noch was. So, na genau, 388 habe ich. Okay, ich muss nur invertieren 1000 Mal. Okay, und 660 Mal sterben. Gut, dann machen wir es nämlich anders, So, dann gehen wir gleich hier zu 14. So. Dann drücke ich jetzt die ganze Zeit nur 1 und lass mich sterben. Das ist übrigens das, wenn man jetzt hier die Invertieren-Gedönse fertig hätte. Na, kann man jetzt einfach nur Controller weglegen und weglaufen. Dann kommst du irgendwann wieder, was ich nach 10, 15 Minuten. Guck's mal nach, hast du Platin. Na. Weil eigentlich könnte ich den Controller jetzt weglegen, weil ich drücke ja jetzt gerade nichts. Okay. Außer R1. Ja, ne, hier, ne? Da reagiert nichts mehr. Nochmal. So. So startet übrigens das Spiel. Ja, für das Spiel reicht's noch. Shit. Ups, Spiel abgeschossen. Naja, Epilepsie-Warnung, na. Oh meine Scheiße. So. Der kann nichts dafür, ne? Das ist das Spiel. Hallo? Pff, das muss er abkönnen. Mach mal einen Tick langsamer, ja? Im Ernst? Was ist denn das? Okay, warte mal. Ich mach das in einem anderen Level. Gibt's jetzt nicht, oder? Startet er gar nicht mehr. Gut, dann mache ich das mit dem Invertieren halt einfach in dem anderen Level, wo ich nicht runterfall. Na. So eine Miste. So, nehmen wir gerade das hier nochmal. Ja. Nicht, dass ich das Spiel überfordere, ja, ne? Aber wie viele Ziele waren und ich weiß gar nicht warum. Scheiße. Also, der Run hier, ne? So, jetzt auch. Ja gut, also normalerweise hält der Akku das durch, aber scheint wegen dem Button Smashing, da braucht er so viel Akku, ne? Ja, Skiller, ja. Ja, das habe ich ja danach nochmal gemacht für Schaber, ne? Das war ja dieses, wie hieß das nochmal? Alter, gar nicht mehr. Das habe ich ja auf jeden Fall danach nochmal auf dem US-Account ja nochmal Platin geballert. Da hat es stellenweise ja auch ewig gedauert. Und ich habe jetzt nicht unbedingt gerade die Krücke an Rechner. Also. 100% Auslastung. War nice. Das ging nicht mal beim Rendern hin.
Skill, sagt er. Ja, wie hieß denn das nochmal? Ah, so. Even better than God, da haben wir es doch. So, ja. Einmal Controller weglegen. Ja, danke euch. Ne, ich verreiche ich den Titel mal, wie das hieß. Erinnere mich an Black Desert Online, AFK Farming. Nur das geht schneller. Wesentlich schneller. Man sieht es ja hier so gefühlt alle 3-4 Sekunden einen Tod. Kann man so hochrechnen, wenn man gar keinen gehabt hätte oder so. Na. Ja. Also Minimum, je nach Abstürze des Spiels, 10 Tode pro Minute. Na. Ja. Aber bis eh weit drüber, es geht schneller. Über mal 25 Tode pro Minute kriegst du locker in hier. Naja, so, das Ganze muss jetzt so hochzählen auf 666 und dann war's das. Ja, danach mache ich übrigens hier nochmal sowas ähnliches, also so gute 1,5 Stunden Platin ungefähr. Weil da wurde ich schon mehrfach über Facebook gefragt und Twitter, na, ob ich das Spiel nicht auch mal machen könnte, weil irgendwie... Keine Ahnung warum, hier gehen das die Leute da nicht so hin. Wobei die englischen Guys eigentlich auch top sind vor dem Spiel, aber egal. Na. Ja doch, schaffst du. Aber wenn du mit dem Interruption Invasion ja kein Problem hast, dann kannst du auch hier das Hero Hero spielen. Ist ja ähnlich. Was, der Valkyrie? Hä? Wo Valkyrie? Ja. Ach so, ja, ja, genau, ja. Ja. Ja, da sind sie mit den Patches weit schneller hinterher wie damals bei Xbox. Gut, aber sie wissen sie, oder sie kennen sie ja jetzt, wie es ablief bei Xbox, na. Das ist natürlich für PS4 das ganze Ding rauszuklatschen und Klacks. Geht jetzt schneller. Das hast du schon, ja, okay. Wenn das bei Invasion hast, recht kein Problem. Invasion finde ich leichter wie Hero Hero. Wobei, ja gut, es nimmt sich beides nichts. Oh. Tja. Naja. Oh, dann kann ich ja schon mal ja. Jetzt habe ich den Titel vergessen. Ach nee, doch, da haben wir es doch. Ja. Die ist demnächst sogar beleuchtet. Na, das Zeug habe ich schon hier. Nur ich muss halt erstmal das ganze Regal hier hinter mir da aufräumen. Weil da habe ich alles nur reingestellt erstmal, dass es weg ist aus den Kartons. Wann ich kann. Ja, okay, kann ich gleich danach machen. Dann mache ich halt das Source. Dann mache ich halt aus hier Foxyland 2. Weil das geht ja relativ fix. Gute halbe Stunde da. Also, kann ich direkt danach machen. Na, der Ordner. Da ist meine Buchhaltung drin. Von dem Zeug hier. Na. Das ist meine Buchhaltung. Also, das ist eher gut, das ist Buchhaltung. Ich habe ja eh nur eine einfache, aber. Na. Das Zeug da ist drin hier, für das Finanzamt und so weiter. Da müsste ich nochmal noch zum Ikea fahren, weil ich brauche nochmal so ein Kallax-Ding, so ein ähnliches, was dahinter steht. Nur halt 3x4. 4 hier rechts neben meinen Tisch. Na, weil da kommt dann mein ganzes Bürozeug rein.
Unter anderem gratis Ordner. So. Out, diese Woche wird es eh nichts mit Ikea, da habe ich anderes Zeug zu tun hier. Ah, nächstes Wochenende wahrscheinlich. Oh, ne? Achso, kann ich das andere auch nochmal gleich hier. Das ist ganz praktisch, kann ich schon mal das andere Zeug vorbereiten für gleich dann. Das ist jetzt echt praktisch hier. Ja, die steht. Ja. Hörst du das? Das ist sie. Ja, das ist sie. So, wie viel Tode ich jetzt wohl schon habe? Das flauscht hier raus. Ne, ich sagte zu den 6. Ja. Eine Pause mache ich sicher, heute habe ich keine Zeit. Muss ich mir gerade so als Bier ein, dass wir noch Zeug hinkriegen heute. Na. Na, gerade ist eine Spiel oder eigentlich gut, ja, knapp eineinhalb Stunden. Boxile eine halbe Stunde. Ja, wenn ich das auch noch mache. Und da wird es eh schon eng. Auf jeden Fall, vorne bin ich schon mal beruhigt. Ja, das geht jetzt nur noch hier. Story. Dann war's das. Ja, da hast du recht, Marcel, ja. Manche Stellen sind echt scheiße. Ja. Na gut, schaff's ja nicht auch. Also, für extrem schwer ist es trotzdem nicht so schwer. Also, das ist dann trotzdem noch fair schwer. Ja. Nö. Nein, er ist nicht, Das ist nicht Ribéry. Aber ist ja eh nur der eine Wolf da, ne? Also. Ja. Fehlen doch noch einige Tode hier. Ja, durch meinen. Auf Occident 2 ist es viel schwerer wie der 1er. Eigentlich gleich, ja. So 3 von 10 würde ich mal meinen. Höchstens.
Also in mir können die Trophys auch ploppen, bin ja noch nicht so. Das stimmt. Was geht auf bei Flausche aus? Da kommt die Trophy. Ja, das hab ich gerade auch schon überlegt, ob ich nicht einfach hier abdampfen gehe oder so. Das ist auch kacke. Na, das ist ja. Weil eigentlich jeder andere, ne, wenn jetzt einem nur noch die Trophy fehlt, würde schon längst was ich weglaufen und keine Ahnung hier. Kurz einkaufen, flitzen oder was auch immer. Ja. Ja genau, und man geht erstmal gepflegt kacken und dann kommt die Platin. Wäre auch eine Idee. Naja. Oh, so 10, 15 Minuten wird er locker durchlaufen, ja. Na? Was ist hier wieder? Naja. Aber das ist komischerweise für die meisten Leute oder für, ich glaube, 99,98% aller Leute die letzte Trophy vor Platin. Merkwürdigerweise. Eigentlich ist eine Einschränkung und bedeutet meistens das Gegenteil. Ja. Der Hoffnung bin ich auch immer, wie bei vorne gestern, ne? Ja, eigentlich müsste ich jetzt die 50 Runden haben, blubbt doch nicht. Naja. Das tut mir auch schon die ganze Zeit, aber heute werde ich dann auf jeden Fall nicht vorne spielen. Na. Außer geht es die anderen zwei Dinger wirklich so schnell durch. Dass er nur so eine gute Zeit hätte oder so, aber ne. Immer das machen wir dann hier gemütlich Freitag mit Lara. Im Korb durch und dann ist gut. Weil morgen ist ja hier Schnipper 4 theoretisch wieder mit Sori. Ja. Ja, genau, kurz. Ah. Ja, Black Desert Online war richtig assi von Stunden her, ja. Gut, ich meine, du saßt zwar nicht wirklich davor, ne? Also effektiv war es nicht mal ein 20. von der Zeit. Aber, naja, die ist nicht verpackt. Ja, vorher kam ja auch mit dem Inverten da, also mit dem Umkehren. Oder umdrehen. Na. Ja. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auch schon auf Star Trek Online. Na? Und natürlich ganz klar Battlefront 2 immer noch. Da müsste erstmal vorne fertig sein und am besten auch noch Sniper 4, dass ich da nochmal einen Slot mehr frei hätte. Weil, ja wie gesagt, hier nach, wenn vorne durch ist, kommt Trackmania. Na? Ja. Würde ich gerade sagen, Arsch. Ja. Ja, wenn nach vorne mache ich auf jeden Fall hier Trackmania Turbo weiter, dass sie endlich einmal fertig wird. Dass das Umfragenvideo nicht einfach nur jahrelang sinnlos rumsteht, na, sondern auch, dass er auch einen Wert hat, das Ding da. Jo.
Oder das bei Without Escape, das weiß der eigentlich. Dass die letzten drei Trophäen, die sind glitchy. Na, weil du hast ja, also eigentlich bevor du an die Uhr rangehst und die Uhrzeit einstellst, wo du ja dann hier den theoretisch diesen Unusual Key kriegst, na, aus dem Bild. Da davor machst du den manuellen Save. Na, das spart dann halt ein Zeit, weil wenn du wirklich dann die Trophy nicht kriegst für den Schlüssel zum Beispiel, den manuellen Save laden, nachdem du das Spiel nochmal neu gestartet hast, dann kannst du weiterspielen, dann passt's. Und wenn selbst da nach dem Reload von dem Save Audio sich kommen sollte, dann musst du das Spiel deinstallieren, neu installieren und dann Speicherstand wieder laden und dann geht's auch. Das ist der Workaround von den Glitch-Trophäen da, musst du nicht zweimal durchspielen. Aber schon gefixt, ja, okay, passt. Ja, ja, dann. Ja, ja, ja. Ah, stimmt, das ist echt der Star Trek vs. Star Wars, stimmt. Lol. Na gut, ich finde beide Universen gut. Star Wars klar ein bisschen lieber, aber Star Trek finde ich auch geil, von dem her. Macht das nicht. Naja. Ja, knapp 20 Minuten, ja. Oder für Stargate gibt es kein Spiel, ne? Zumindest nicht mehr. Ich glaube, damals gab es, glaube ich, eins auf PC, ne? Kann das sein? Ja, naja. Das hätte ich sogar auch hier. Without Escape hätte ich auch. Das wäre auch nicht das Problem. Wie herrlich der runterfällt, wenn man links hoch guckt und hofft, dass es Bling macht. Ne, das habe ich noch nicht, Red Bull. Ich hole mir nicht ja jeden Titel, na. Weil ich habe ja eh noch so scheiß viele Games. Aber ich dachte, gut, wenn ich jetzt immer mittwochs hier so schnellere Platin-Tag mache, ist eigentlich ganz gut, weil dann kriege ich die ganzen Games auch mal von der Platte weg. Ja, aber Red Bull habe ich noch nicht, ne. Ich kenn's nur. Na, ist vor 22 oder um 22, okay. Jo, das Fall könnte ja jetzt jederzeit sein, ne? 8 Minuten. Naja. Ja, ich meine, wir kommen auch drauf auf 666 Tode. Gut, wahrscheinlich, wenn du normal spielst, dann hast du wahrscheinlich ratzfatz. Jetzt hat 56. Ja. Na, mal schauen hier.
Immer das Gute ist ja, man muss ja nichts machen, ne? Aber dem her ist ja entspannt. So kacke, wenn du drauf wartest. Gibt's hier wohl eine Ingame-Statistik? Ich glaube, das gibt's, glaube ich, keine, ne? Ach ja, herrlich, sei euch, herrlich, herrlich. Also allzu viel sollte da echt immer fehlen, ne? Bei der Geschwindigkeit, wo der immer runterplumpst hier. Ah, sogar jede 5 Sekunden ein Tod. Naja, sagen wir mal, dann sind ja 20 Tode pro Minute. Na? 10 Minuten sind es ja dann logischerweise 200. Danke, Tobias. Naja. Gut, wenn es bloß doof läuft, dass die Dinge eine halbe Stunde laufen, ne? Bis die Trophy kommt. Ach ja. Ja, mit 56 wird es klappt, ne? Ein paar Sekündchen hätte es dann noch, ja. Ja, ich bin ja nicht so oft gestorben, ne? Na, 200 Tode in 10 Minuten ist das Maximum, ne? Und dann auf 666. Bisschen weit über eine halbe Stunde, wo du das laufen lässt. Ne, gar nicht schon drüber. Das läuft jetzt 18 Minuten. Das da. Holger, nee. Die Flauschis nebenbei ausbacken. Nö. Da muss ich erstmal noch Zeugs runterräumen. Da liegt meine andere. Ach, die kann ich schon mal rausholen, ja. Da. Da liegt unter anderem die hier drauf. Na, kennt man ja aus Vampir, ne? Meine G-Tastatur. Könnt ihr ja auch mal wieder anschließen, ja. So. Ein Teil vom Karton ist schon mal wieder runter. Ha! Na also, geht doch. So, da haben wir das hier, Robogeddon. Ja, da haben wir das Ding. Also, easy. Ja, genau so gesehen zwischen Angabe von mir Ribery und von Skiller. Wenn man es jetzt so sieht, ja, wenn man 22 Uhr sagt, also 22 Uhr 56, 58 haben sie. Ja, genau hier.
Das war's mit hier in Word. Na. Ja. Trotzdem war ich relativ entspannt, außer halt diese Wurfgeschosse, sag ich jetzt mal, von den Bossen. Die nerven. Ja. Juli, das war's. An der Stelle. Ja, das heißt, ja, danke euch, by the way. Na. Ich mache das ganze Ding hier aus, model kurz wieder alles um. Also sprich, Stream mache ich aus. Switch kurze Titel und alles drum und dran. Geh fix noch dampfen und dann ja, legen wir gleich wieder los mit dem nächsten Titel. In dem Fall gerade hier Foxyland 2 machen wir halt das. Na. Und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder, wenn ihr wollt. Andernfalls, genau. Ich würde gerade sagen, Fisch, ja, gutes Lächle. Bis morgen dann, wahrscheinlich Sniper 4 mit Sori. Wenn er nicht könnte, dann halt klar vor Honor. Na, aber schauen wir dann. Ja. Soweit, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr dranbleiben wollt, bleibt ihr kurz dran. Ich mache nur kurz aus. Bin ja gleich wieder da. Bis denne.